Let's have a good time, night of the century. Our best days can't be done. Vielleicht fahren wir ins Theater. Ja, ich auch nicht. Vielleicht heißt das Stück Lady Rose und irgendwas noch dahinter. Hast du gesagt, du möchtest ins Theater? Weiß ich nicht. Kann auf jeden Fall gut sein, weil ich sowas mag. Alter, wo fahren wir hin? Hier ist doch nichts. Auf jeden Fall sind wir gleich da, in 400 Metern. In welchen Keller werde ich hier gezerrt? Nach 200 Metern befindet sich das Ziel auf der rechten Seite. Hä? Hier ist doch gar nichts. Oh, was hast du da gemacht, ey? Hier, was ist da, ein Kloster oder was? Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Ja, das ist eine Kirche. Ist das so Krimi-mäßig und so? Irgendwie so was muss das doch sein. Okay, also wo gehen wir hin? In eine Kirche. Zur Nonna Rose. Lady Rose. Da muss doch irgendwie so auf jeden Fall nichts mit tanzen, oder? Was kannst du doch jetzt sagen? Nee, ich sag nicht. Muss gleich nochmal raten. War jetzt hier. Gesegnet sei die Stunde. Eine Chorstunde oder was? Ja, genau. Ich habe uns eine Chor-Schnupperstunde habe ich uns gebucht. Schatz, wir singen gleich im Chor. Also in so Kirchen ist doch immer nur so Blind-Dinner, Krimi-Dinner, aber du hast gesagt, es ist nichts mit Essen. Lass dich sehen. Ab in die Kirche. Eher so ältere Leute. Ich reihe mich mal ein. Schatz, ich hab mich angelogen, hier gibt's doch Getränke. Ja. Und weißt du, wo wir jetzt sind? Das ist sowas wie ein schwarzer Gottesdienst, oder? Ja, genau. Wir gucken uns heute einen Gospelchor an aus Amerika. Okay, das habe ich wirklich gesagt. Als wir Kitchen Impossible geguckt haben, ja. Da waren die auch bei so einem Gottesdienst von so einer Black Community und da habe ich gesagt, da habe ich richtig Bock drauf, das mal live zu sehen. Bin ich gut? Ja. Someone
20:30 Uhr und wir sind wieder zu Hause. Also die Show war Hammer. Die war wirklich sehr, sehr schön. Also es lohnt sich auf jeden Fall hinzugehen. Ich habe euch ja ein bisschen was gezeigt. Hammer Stimmen. Also der eine besser als der andere. Oder ich sag mal so, alle genau gut, also genau gleich gut, nur halt andere Stimmen, ne? Andere Persönlichkeiten. Es war richtig, richtig krass. Also ich musste mich auch bei manchen Songs echt zusammenreißen. Ich habe auch zweimal angefangen zu weinen. Ich konnte es gar nicht mehr so beherrschen, weil es war so dieses Feeling, die Kirche und dann so über Jesus gesungen und dann mit diesen engelshaften Stimmen, Balladen. Und da musste ich an meinen Papa denken und ja, habe ich die ganze Zeit geheult bei zwei Songs. Also er ging auch nicht mehr, ich konnte es auch nicht mehr kontrollieren. Also ich weiß nicht, wann ich das Video hochlade, aber die sind auf jeden Fall noch auf Deutschland-Tour. Schaut mal bei Groupon, da gibt man bei Google ein. Ich habe über Groupon zwei Karten gekauft. Ja, gibt es für verschiedene Städte. Auf jeden Fall empfehlenswert. Und was sagt das Überraschungskind? Hat es dir gefallen? Ja, war sehr gut. War schön, ne? Ja, würde ich mir sogar nochmal angucken, weil ich das so gut fand. Das stimmt, da würde ich auch nochmal gerne hin. Wir haben auch schon gesagt, wir würden nächstes Mal auch unsere Mamis mitnehmen. Ja, meine Mama hat schon gefragt, was wir da machen. Hat sie gefragt? Ja, ja. Du warst auch bei einem Lied kurz davor zu weinen, hast du gesagt, ne? Bei Tina Turner Simply the Best. Das war auch schön, haben die echt gut gesungen. Ja. Da ist echt krasse Stimmen gewesen. Auch die Band und so, da waren alle echt gut. Ja. Ja, und hier hatten wir ein kleines Malheur. Da haben wir zwischendurch auch echt schlechte Laune gekriegt, weil sich der Vermieter gemeldet hat. Der wohnt ja unten drunter. Ja, er meinte, gab einen lauten Knall in der Wohnung und der Hund bellt die ganze Zeit. Kannst ja mal zeigen, was passiert ist. Ja, wir sind jetzt gerade nach Hause gekommen. Also wir haben ihm auch gesagt, wenn er sich jetzt nicht mehr beruhigt, dann sag Bescheid, dann kommen wir sofort. Aber der hatte sich dann doch beruhigt nach einer Zeit. Und tatsächlich, der laute Knall war hier dieses Bild. Ja, die hatte ich ja, zwei Bilder, die hatte ich ja in beide Badezimmer dran gemacht. Mit diesen Klebe-Tesa, von Tesa, so Klebedinger, damit wir nicht bohren müssen. Und ja, hat ein paar Monate gehalten, aber jetzt leider nicht mehr. Hier ist auch die Scheibe kaputt. Ja, das ist passiert. Und Pikachu hat sich nicht mehr eingekriegt. Der hat da richtig gebellt die ganze Zeit. Und der Vermieter hat sich dann gemeldet und meinte, ja, was ist da los? Der bellt die ganze Zeit und ja, aber der hat sich dann wieder eingekriegt. Genau, das war der Grund. So, und jetzt würde ich sagen, prüfe ich mal meine Lottozahlen. Hast du deine schon geprüft, Schatz? Deine Lottozahlen. Du hast nichts gewonnen? Nee. Hast du die Lottozahlen parat? Dann lass mal gucken. 3. Das ist jetzt bei den 5 Zahlen, ne? Ja. 3... Bei 2 aus 12 gucke ich nicht, ne? 5 auf 50. Pikachu!
Ist gut, komm jetzt mal runter. Ja, 3. 31. Habe ich gar nicht. 34. 34 habe ich einmal. 43. Nee. 45. Nee. So, und die 2 aus 12? 6 und 9. 2 aus 10. 2 aus 12 steht bei mir. Na dann 12. 6 und 9. Nix. Nix gewonnen. Direkt wegschmeißen. Willst du nochmal drüber gucken, weil ich bin ja so ein bisschen Banane manchmal, aber ich glaube, da ist nix. Hallo, Monsieur? Pikachu? Was ist da los? Nothing, nada. Pikachu, wird nichts mit Bahamas. Ja, müssen hier in Oberhausen bleiben. Wird nichts mit Auswandern auf die Bahamas. Ja, schnell weg. Und du? Oh, gar nichts? Nee. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, es geht gut. Heute ist Samstag. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es heute ein bisschen milder ist draußen, weil es auch geregnet hat. Gut, gestern war irgendwie alles vereist, aber heute sieht es irgendwie nur so regnerisch aus. Sieht aus wie so ein Herbsttag. Ja, ich habe jetzt gerade eine Maschine angeschmissen, Weißwäsche. Dauert dann immer so um die 3 Stunden. Ich mache immer bei 90 Grad, ne? Auch wegen meinem Rosacea. Und wie ihr seht, mein Rosacea ist eigentlich komplett weg. Ich habe es komplett im Griff. Ich trinke ja aber auch mein Schwarzkümmelöl jeden Tag. Und das ist ja auch entzündungshemmend. Und Rosacea, das ist ja auch was Entzündetes. Deswegen denke ich, habe ich das somit ganz gut im Griff. Ich habe gestern angefangen, die Augentropfen zu nehmen. Ich bin mal gespannt. Also ich habe jetzt heute Morgen keinen Unterschied gemerkt. Aber vielleicht muss ich das auf längerer Dauer machen. Genau, Maschine angeschmissen. Wir holen jetzt Alexandro ab. Der hat ja bei der Jaja geschlafen. Für alle Neuen, die hier dazu gekommen sind auf meinem Kanal. Jaja ist die Oma. Auf Griechisch heißt Oma Jaja. Und Alexandro nennt seine Oma halt immer Jaja. Genau, wir holen ihn dann gleich ab. Und um 12.45 Uhr haben wir eine Hausbesichtigung. Da gehen wir mal schauen, ob das was für uns ist. Ja, so sieht jetzt erstmal der Plan aus. Danach muss ich noch ein paar Sachen einkaufen. Ja, und bald ist auch der Geburtstag von Alexandro. Da müssen wir ein bisschen anfangen zu planen. Der wollte eigentlich zu Tiger Jump. Das ist so ein Indoor-Trampolin-Spring-Trampolin-Park. Danke! genau, aber teuer, Leute. Hammer! Also 6 Kinder mit dem Geburtstagskind inbegriffen und 2 Erwachsene, aber die 2 Erwachsenen dürfen nicht mitspringen, also dürfen nur als Begleitpersonen rein, mit Chicken Nuggets, Pommes und Pizza und 90 Minuten springen, das sind 1,5 Stunden, 180 Euro, also finde ich irgendwie ein bisschen viel, oder? Was sagt ihr? Sonst haben wir immer so um die 120, 130 ausgegeben. Ja, ich muss nochmal gucken, ich muss nochmal kalkulieren und gucken, aber 180 finde ich schon ein bisschen heftig, finde ich. Ja, 90 Minuten ist schon viel. Wäre es wenigstens 2 Stunden, ne? Wir haben jetzt 14.30 Uhr und ihr wollt bestimmt wissen, wie die Hausbesichtigung war, oder?